Heute bauen wir ein Yu-Gi-Oh! Deck. Aber nicht sowas hier, denn das wäre viel zu einfach. Wir bauen ein Yu-Gi-Oh! Deck mit der mächtigsten Kartengruppe, die in Yu-Gi-Oh! Jemals existiert hat. Genau, Handtraps. Für alle, die mit diesem fancy Begriff nicht viel anfangen können, hier einmal die Definition von Handtraps. Karten, die sich aus der Hand in der Gegnerrunde aktivieren können. Ich weiß, die Definition ist ein bisschen schwammig gehalten, aber ich denke mal, ihr wisst, was gemeint ist, denn die meisten Handtraps sind ja nicht, wie der Name impliziert, Traps in der Hand, obwohl es da auch ein paar gibt. Man guckt nur Impermanence und Typhoon, by the way, auch ein Handtrap. Und ich weiß, laut dieser Definition sind auch Karten wie Multifähiger und Gazelle Handtraps, aber sind das wirklich keine Handtraps? Fragezeichen. Und wenn ihr jetzt gerade in die Kommentare geht und schreibt, ey, das spielt sowieso Cyframes? Nein. Wisst ihr, was das wichtigste Monster in einem Cyframe-Deck ist? Genau, Driver. Und wisst ihr, was Driver nicht ist? Eine Handtrap. Und deshalb spielen wir heute ein Deck nur mit Handtraps. Und ich habe eine Idee. Wir gucken uns einmal den krassesten Yu-Gi-Oh! Spieler unserer Neuzeit an. Lass einmal Joshua Schmidt. Was ist denn die beste Handtrap, die wir spielen können? Ash Blossom is pretty good now, because of like the branded matchup. Like it negates branded fusion and that's pretty freaking broken. Okay, habe ich aufgeschrieben. Let's go. 3 Stück. Ja, das ging ziemlich gut. Aber wer ist denn, wenn wir davon 40 Stücke haben? Gehen wir doch einmal in ein Game rein und gucken mal, wie das Deck laufen wird. Joshua, was hast du nochmal zu Ash Blossom gesagt? Like, it's not insane against the other decks, but it's good. Lüge. Okay. Lüge, Lüge, Lüge. Das funktioniert also schon mal nicht. Das heißt, was wir brauchen, ist ein Deck mit Handtraps, die auch was tun. Es gibt Handtraps, die theoretisch Monster sind. Das sind zum Beispiel die ganzen Büstiel-Monster. Das sind Monster, die sich aus Feld beschwören können, wenn die was banishen und dann Effekte drehen können. Krasse Handtraps. Dann gibt es andere Karten wie Gizmek oder wie den Hopier Squadron, die uns die Möglichkeit geben, sogar aufs Extra-Deck zuzugreifen. Und genau mit der Strategie werden wir einmal in die Games reingehen. Ich werde euch auch mal gleich am Ende das Deck zeigen, was ich gebaut habe, damit ihr versteht, wie das funktionieren soll. Springen wir mal ganz kurz einmal in das Game rein und gucken mal, wie krass das Deck performen kann. Ja, okay. Wenn der Gegner nicht viel tut, ist das halt ein sehr, sehr gutes Deck. Nächstes Game. Wie ihr seht, wir können mit sehr vielen Handtraps sogar ein sehr gutes Deck stoppen. Aber der Sprite-Spieler wollte unbedingt noch ein Game spielen und das sah einmal so aus.
Ist nicht ganz so gut ausgegangen. Ich weiß jetzt nicht, warum er den niedergebaut hat, während ich den Baroness am Feld habe. Aber vollkommen egal, das haben wir gewonnen. Die nächsten Games kommen jetzt ein bisschen schneller, damit ihr einfach seht, was das Deck so accomplishen kann. Bevor jetzt die nächsten Games kommen, lasst mir unglaublich gerne mal ein Like dafür das Video, damit ich weiß, ihr habt da Bock drauf und möchtet sowas in Zukunft häufiger sehen. Denn vielleicht bauen wir nächstes Mal ein Deck nur mit Floodgates. Das könnte noch interessanter werden, weil das Ex-Deck dann ein bisschen spezifischer sein kann für bestimmte Monsterarten. We'll be right back.
Und wie ihr seht, das Deck ist ganz schön krass. Das kann einige verschiedene Sachen machen. Und das Exodeck ist auch ziemlich mächtig. Und hier ist einmal das Deck, was ich gebaut habe. Wie ihr seht, ich habe mich auf Sachen konzentriert, die Monster beschwören können. Denn wir brauchen halt Monster auf dem Feld. Was ganz wichtig ist, mit diesem Deck geht ihr bitte niemals first. Denn wenn ihr first geht, macht ihr halt gar nichts. Aber was soll das Deck denn überhaupt accomplishen? Das Deck soll, wenn es halt second geht, überleben. Dafür ist diese tolle Karte hier da, die es euch ermöglicht, ein paar Lifepoints zu generieren, dass wenn ihr nicht die richtigen Cantrips habt, ihr zumindest halt irgendwie ein oder zwei Runden überleben könnt mit 20.000 Lifepoints. Wenn der Gegner reinspielt, was er in der Regel tun wird, deine Lifepoints sind nicht ganz so relevant. Dann haben wir die ganzen Bestie-Monster, die uns einfach Buddy auf dem Feld geben, damit wir halt Synchros machen können oder den Gegner halt irgendwie interrupten können. Dann haben wir Sachen wie den Gizmek, der einfach ein Level 8 Monster ist, was ziemlich gut ist, wenn wir uns einmal das Extra gleich angucken. Denn wir haben ja einmal die beiden tollen Dinger hier, Baroness und einmal den Chengying, die sehr, sehr mächtige Monster sind, wie ihr gesehen habt. Aber das Lieblingsmonster, habt ihr auch gesehen, ist einmal der Psychic End Punisher. Denn die Karte ist unglaublich gut. Die ist für sehr viele Decks auch sehr schwer zu outen. Die kriegen wir eigentlich nur mit Gizmek und der Handtrip hin. Das ist also nicht ganz so einfach zu accomplishen. Dann spielen wir noch ein paar Link-Monster, die uns helfen, wenn wir halt was vom Gegner klauen können, wenn der auch ein bisschen spielt. Oder wir halt einen Access-Code machen können, dass wir damit halt gamen können. Das kommt nicht so oft vor, denn wir spielen nur Wailer als Hexamonster. Das heißt, wir haben nicht so viel Hexamonster im Grave. Ich habe mich aber extra für Wailer, Ogre und für Skullmeister entschieden, weil das Licht- und Finsternismonster sind, die wir aus dem Friedhof verbannen können, damit wir Sachen wieder zurückholen können. Mit den Bissekarten zum Beispiel. Und eine Sache, die super wichtig ist, das werdet ihr wahrscheinlich in Games gemerkt haben, ist eine Karte wie Shenshin. Denn Shenshin hat die Fähigkeit, gebannte Monster wieder in den Friedhof zu legen. Das gibt uns wieder Futter, um halt mit den Bissekarten Monster zu beschwören. Und das ist unglaublich valuable. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, ist, wenn wir halt Druidswurm im Feld haben und dann Shenshin, dass der Druidswurm halt gebannt wird und den Effekt nicht triggern kann. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ansonsten ist das Deck unglaublich spaßig. Ist das Deck jetzt gut? Nein, das Deck ist komplett garbage. Macht das Deck fun zu spielen? Ja, oh mein Gott, das ist halt so funny. Also geht auf Edo Pro, baut das Deck nach, spielt es auf jeden Fall mal für euch. Es ist ein sehr, sehr cooles Deck. Das war's schon mit dem Video. Lasst mir gerne mal ein Abo da für den Channel. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.